Schönen guten Morgen. Wir sind hier beim Familien- und Integrationsminister an der Stadt und stellen ihr Projekt vor, den wir im Kader vom Plan d'Action National für Integration unterstützen. Das 10 Projekte gehen zwischen Juli 2021 und Dezember 2022 umgesetzt, für Zusammenleben hier zu Lützebüsch zu fördern. Wir machen uns auf den Weg. Guten Morgen, alle Gouer. Wir sind heute mit ZPP, Zentrum für politische Bildung, an der W, der uns ihr neues Projekt, den Demokratielabor, vorstellen. Und das ist ein Projekt, den das Familienminister unterstützt. Da kommt mit, wir gehen mal gucken. Es sind Michael Schild. Und es sind Annelies Scheuren. Und wir arbeiten beim Zentrum für politische Bildung, das ist eine unabhängige Stiftung, die sich mit gesellschaftlichen Fragen befasst. Wir fanden, dass wir zu Lützburg eine ganz heterogene Gesellschaft sind und dass nicht genug Platz gibt, wo Leute sich von aus der heterogenen Gesellschaft zusammen begegnen. Und so einen Platz wollten wir schaffen. Beim Projekt geht es darum, dass wir den Gemeindeanfang anbieten, mit Leuten zu kommen, die neu an ihrer Gemeinde sind, und dass wir probieren, Akteure von der Integration heute durchzukriegen, für mit denen eben über Integration und Zusammenleben zu Lützburg zu schwätzen. Also, wie das eine Wanderausstellung ist, werden wir pro Gemeinde jeweils mit den verschiedenen Gemeinden zusammenarbeiten, für uns die Hauptakteure von der Integration zu kommen und durch die eben und Leute zu kommen, die ich mitmachen will. Ich kann ihn aber auch ruhig als individuelle Person oder Assoziation sich ummelden per E-Mail, das aus demokratielabor@zbb.lu oder auch für weitere Informationen, für zu wissen, wo sie hingehen für das nächste Jahr, kann ich noch auf unserem Site gucken, auf demokratielabor.lu.